Sicher ist so ein Austausch zwischen sehr internationalen Studierenden und vielleicht auch sehr, sehr lokal gebundenen Studierenden noch etwas, was ich mir mehr vorstellen kann. Ich glaube, dass alle Hochschulen, in denen ich war, noch besser machen können, obwohl sie das sich schon auf die Fahne schreiben, ist das Thema der Transdisziplinarität. Also Kooperationspartner aus der Wirtschaft, aus dem NGO-Bereich, aus Diakonien, Kirchen heranziehen und schon forschend, studierend Projekte machen. Das ist immer ein großes Versprechen und es gehört häufig weniger eingelöst. Also, oder es ist das ganz große Schwierige. Aber das, immer wenn es bei mir eingelöst wurde und ich hatte sehr viele Bausteine schon durch mein Studium durchziehend, wo das auch passiert ist, da war es genial. Da habe ich sehr, sehr, sehr viel gelernt. Also ich habe schon richtig, richtig gute E-Learning-Kurses gehabt. So, und ich glaube, E-Learning-Kurses aber auch sozusagen als schon bestehende Gemeinschaft mitzumachen und das so als Gruppenexperience, das würde ich total gerne nochmal ausprobieren. Also ich habe E-Business in meiner studiert, Umweltwissenschaften im Hauptfach und dieses ganze E-Learning-Bereich ist für mich immer noch total unterentwickelt. Und eben dieses auch, was eigentlich ortszentriert ist, also du hast deine Gruppe, aber das auch online abzubilden mit all den Möglichkeiten, die da sind, das können alle Universitäten der Zukunft noch 100-mal mehr machen. Denn ganz ehrlich, so viele Dinge machen die Professoren einmal und stecken da wenig Verbesserungen rein, anstatt dass sie jedes Jahr die Zeit, die sie haben, in die Verbesserung des Online-Kurses stecken. Also da würde ich mir echt mehr noch wünschen.